Liebe Leute, herzlich willkommen zu Death Trash. Wir sind wieder zu zweit unterwegs in der Einöde auf der Suche nach jemandem, der unsere Kontamination heilen kann. Und natürlich auf Suche nach Freunden für den Fleischkraken. Hail the Fleischkraken! Und jetzt, apropos Fleisch, ja, ich nehme auch mal ein Stück, um mich zu heilen. Ich nehme ein paar leckere Organe. Ja, ich nehme mal nur eins. Vielleicht kann man die später, du hast schon richtig gesagt, kochen oder so. Genau, wir haben gerade in der Pause einmal durchs Inventar geguckt, ob wir irgendwas übersehen haben, was nicht ganz gut ist. So. Ich finde gut, dass man ja alles teilen kann. Also ja. Im Notfall ist es okay. Genau, also wenn jetzt irgendwas aufnimmt, was der andere vielleicht gebraucht hätte. Genau, und was wir noch gesagt haben, ist, das wäre cleverer, wenn Josh die Gespräche führt, weil der ja mehr Empathie besitzt als ich. Ja, weil also ich nicht auch in echt. Alter, ich einfach auch ein richtig netter Typ bin. In dem Fall. Ja, ich bin hier eher der Arsch. Ich habe mich nicht versucht, Schuss. Au. Das ist übrigens auch eine Taktik, ne? Der erste, der die Akku pullt, der behält sie auch einfach. Was haben wir denn da? Schock. Oh, das ist ein neues. Ja, ich habe mich im Inventar verloren. Körper. Das ist bei Körper. Oh, jetzt hast nur du. Leichter Flächenangriff mit Energieschaden. Ja, dann. Anlegen. Aber auf was ist das jetzt? Ah, das hast nur du, das ist ein Implantat. Wähle Schock. Du musst L und dann runter, ja. Jetzt hast du Schock. Und auf welcher Taste ist es? Da steht da RB. Danke. Schatz, drück mal. RB. Ja. Die alte RB-RT-Schwäche. Oh, das ist cool. Wir müssen gucken, die nächste kriege ich dann. Und dann gucken wir, was eher Nah- und was Fernkampf ist. Oh. Wieso machst du den fertig? Der hat erst geschossen auf mich. Ja? Ja, natürlich. Der hat seine Waffe auf mich gerichtet. Was denkst du? Ja, Alter. Warum schießt du auf den? Weil er mich töten will. Altes Gewehr. Willst du ein altes Gewehr? Bestimmt scheißen. Zwei Patronen nehme ich mal mit. Was macht es denn? Ah, kann zu Ressourcen zerlegt werden. Aber kann man das auch benutzen? Nö. Konntest du es nicht an... Das stand doch... Zerlegen. Okay. Kann ich auch nicht. Kannst du noch nicht zerlegen. Ach, guck mal hier. Animalismus. Mach du das mal. Was versteht über dir? Du hast doch da geskillt. Was macht denn das dann? Hä? Ah, nicht geschafft. Ah, das kann mir folgen dann. What? Ich kann es bestimmt, weil es sah so aus, ich habe es versucht zu übernehmen. Bist du so eine. Das ist ja geil. So ein Biest. Aber es geht nur bei Fleischviechern, stand ja da. Das wird. Ah! Oh, Hilfe! Schockt. Sehr gut. Wir müssen aufpassen, dass wir am Leben bleiben. Ah ja, ich heile mich mal. Mhm. Wir haben ja genug hier eingesammelt. Alter, wie viel Zeug hast du eingesammelt? Ich habe einen Fleischbatzen. Ich gebe dir mal welche ab, warte mal. Das ist noch so ein Typ. Partner geben. Fünf Fleisch. Hier, bitteschön. Das ist geil. Geiler Opener. Du kannst ihn auch schocken, ne? Ah, ich schock ihn immer als erstes. So, warte mal, jetzt sind wir einmal im Kreis, oder? Ne, wir haben so eine Karte. Lass uns mal... alles einfach angucken. Okay, warte ganz kurz. Wir kommen von oben links. Erstmal oben rechts oder ja. Oben nach unten? Nee, oh, erstmal oben rechts. Okay. Ich laufe dir hinterher. Es macht so Spaß, das zweite Spiel, Danny. Ja, ich habe dir gesagt, es kannst du zweit spielen. Und dann warst du ganz überrascht. Ich finde das auch geil. Ich mag Spiele, die man. Ich finde, das ist mit einem coolsten. Der Stefan mir erzählt, er baut einen Co-op-Modus ein, weil ich so, oh, ich will das spielen. Mhm. Und dann hat er mich gefragt, wie gesagt, als ich im Office war im Saftladen. Ja, da würde ich noch nicht lang. Genau, Saftladen, muss man dazu sagen, ist ein Indie-Game-Kollektiv in Berlin. Genau. Wo ganz viele Studios drin sitzen. Sitzt der Macher dieses Spiels mit drin. Und auch die Leute von Curious Expedition, die Fispin-Leute. Ah! Keine Fokusenergie. Oh. Habe ich keine Fokusenergie. Weil du... Weg! Oh, er hat mich noch getroffen, dich auch. Und die ist ein bisschen übel jetzt geworden. Nee. Oh, wie? Was mache ich dagegen? Weiß ich noch nicht. Schätze mal kotzen. Ah ja, warte mal. Das haben wir übrigens in den Optionen gesehen, man kann das Geräusch ausstellen, ne? Genau, also falls euch dabei schlecht wird, gebt gerne Feedback, wir können das für euch ausstellen. Alter, ich hab versucht, stell mir vor, wie jetzt ganz viele Leute hier so sich so richtig durch dieses Let's Play durchgehen und dann so, oh nee, mir ist so schlecht, ich halte es nicht aus. Gehirn. Oh, pass auf, das sind zwei. Lass uns erstmal hier, bewegt sich noch was? Und was haben wir hier?
Sieht aus wie eine Drohne. Oh, das hatte ich vorhin um medizinische Bestandteile. Ich heile mich wirklich mal lieber voll, ey. So, wollen wir uns mit denen aufnehmen? Oh, ich hab nicht mehr viel zum Heilen, krass. Dann holen wir uns jetzt hier was Neues. Ich hab nur. Du hast auch noch Munition, ne? Du kannst auch nicht mal ballern. Du ballerst, ich schlage. Oh. Weg. Ah, geil, okay, der geht aber auch auf seinen eigenen Kollegen, ne? Lecker auch gar, ne? Ganz kurz, was habe ich denn hier gerade noch? Verwertbare Teile, Packmaterial. Patron, Gewehrpatron, ne? Okay, ist nochmal ein Unterschied. Ah, was brauchst du? Wie viel brauchst denn du? Ich bin nicht umher, das ist gar nicht so wichtig. Hatte ich nicht gerade. Medizinische Bestandteile sind auch Crafting-Ressourcen. Ich habe zweimal altes Gewehr. Kannst du dann zerlegen. Ah, Crafting haben wir noch nicht gelernt, ne? Nee. Kommt alles noch. Da waren wir schon. Hast du mich gerade gehauen? Nee, die Viecher, die hier rumrennen. Kannst du eigentlich mit allen sind? Ach ja, wieso hast du das? Achso, das heißt, okay, nächstes Mal darfst du als erstes das versuchen. Hexenfinger, erstmal alles mitnehmen. Was ist das hier? Müll. Ah, da, ja, Fragment des Wissens. Dann kannst du skillen. 50 EP. Geil. Sind wir dann nicht fast schon... Wo war das nochmal? Da. Oh, da ist es aber noch. Die ersten Level werden dann hier nicht hinterhergeworfen. Ich hab, check nicht ganz, wie wir... wie ich den Schocker auflade wieder. Keine Fokusenergie. Wie stelle ich die wieder her? Weiß ich auch noch nicht. Vielleicht, wenn du so und so viel genug Schaden machst? Nee, aber ich mache... Guck mal beim Kotzen. Ich kotze jetzt mal. Kotzen? Ja, das verbraucht keine Fokusenergie darüber. Ja. Weil die Fokusenergie sind scheinbar diese... Sag mal, wir hatten hier doch... diesen Spähauftrag letzte Folge gefunden, ne? Der hier irgendwie in diese Region geführt hatte, ne? Bei dem einen Typen. Ja, hier geht's ja auch an zwei Stellen weiter. Da oben rechts ging es weiter. Von links kamen wir. Oben war noch diese Höhle. Sollen wir da mal reingucken? Ja. Hier leuchtet noch was. Überall ist meine schönsten Stiefel angezogen. Ich rolle hier eh wieder nur. Ist das hier links oben? Ja. So, sollen wir wirklich rein? Wir bleiben zusammen. Egal ob einsam oder gemeinsam, egal zu welcher Zeit. Boah, der trifft mich dann trotzdem. Hier sind Patronen für dich. Ich lasse dir mal in der Leiche. Eine Pistole, aber ich glaube, die das ist Pistolenmunition wahrscheinlich, oder? Nee. Ja. Ja? Er ist nicht für. Crafting-Wissen. Also und Anleitung Dietrich. Warte mal, ich gebe dir die Pistole. Partner. So. Weil es keine Gewehrmuni ist. Dann habe ich Crafting-Wissen-Buch lesen. Dieses Buch enthält die Blaupausen für einen sogenannten Blip. Dazu gibt es sehr detaillierte Anweisungen darüber, wie Blaupausen im Allgemeinen zu lesen und zu verstehen sind. Wenn du dir den Inhalt dieses Buches merkst, erhältst du das notwendige Verständnis, um neue Rezepte zu lernen und zu benutzen. Wie auch die Fähigkeit, Atoms in wiederverwendbare Werkstoffe zu zerlegen. Na, dann mal erstmal gelernt, Crafting. Und dann habe ich noch gefunden, Anleitung Dietrich. Mach das mal, bis es lernen, und jetzt kann ich einen Dietrich craften. Toll. Stimmt. Dachte ich mal hier die Schlösser auf. Ja, das heißt ja nicht, dass ich sie dir nicht craften kann. Zerlegen. Ah, hier sehe ich jetzt keine Munition, hier, Blip. Was ist denn ein Blip? Zieht Aufmerksamkeit von anderen Charakteren und Kreaturen. Also so ein Beacon. So ein. Und für den Dietrich brauche ich zweimal Technik, gleich einmal Dietrich. Also wenn wir noch eine Technik finden, kann ich dir einen Dietrich bauen. Eine Technik? Ah, ich komme nicht mit dem Menü klar. Weil oben RB und unten RT ist und es ist genau andersrum. Ja, es ist so. Oben, unten, oben, unten. Ja, scheiße. Nee, ich komme nicht damit klar, weil ich mir nicht merken kann, was RB und was RT ist. oben... Unten. Nee, warte, jetzt muss ich aber nach oben. Was suchst du? Technik. Eine? Ich sehe nicht, wie viel ich habe. Warte mal. Ach, kriegst einfach alles. Ich gebe dir alles an Technik, was ich habe. Nein, nicht fallen. Ups, jetzt. Hier ist die Technik. Hol dir die Technik. Okay, warte. Ich versuche mal, ob ich das jetzt hinkriege. So. Ja, Dietrich.
Geil, dann kannst du ja dann mir geben. Mach dir gleich zwei. Genau. Mach doch auch mal so einen Blip. Können wir den mal testen. Oh, ups, ich hab doppelt gedrückt. So, jetzt muss ich mal gucken, wo es gelandet ist. Jetzt hast du 10 Blips gemacht. So, Dietrich. Das ist ein gutes System. Zwei. Und wie mache ich die Blips? Nee. Kann ich die irgendwie anlegen? Zieht. Das ist richtig. Auswahl. Anlegen, benutzen. Wo steht denn das? X. Das war X. Okay. Ja, wir gehen der Sache später nochmal nach. Jetzt gucken wir uns das mal in Ruhe in der Pause an. Jim lässt mich hier nicht weiterlaufen. So. Ah ja. Wie hast du das jetzt gemacht? Wähle Blip aus. So. So. Werfe Blip. Ja, okay, ich möchte den aber. Wir suchen uns mal einen Gegner. Ich will den jetzt nicht random irgendwo hinschmeißen. Allein ist das süßes Ding da mal weggeht. Wo ist denn hier? Gehirn. Organe. Lecker Organe. Ach, Jenny schmattert wieder rum. Ist weggegangen. Das war's aber schon. Okay. Ich dachte, ich hab hier irgendwie Schlimmeres erwartet. Nun, gehen wir mal weiter, ne? Ah, das speichert sich automatisch. Oh, der Wind. Das ist geil. Ja, ich komme schon. Genau, faulende Schlucht. Aber wohin geht's jetzt? Ach, das geht jetzt. Ah, wir können ja gar nicht. Ah. Ah, es deckt sich erst auf. Genau, wir sind ja ausgestoßen, oder? Ah, ich habe jetzt einfach irgendwo hingeklickt, ne? Oh, okay. Ausgestoßene, die nicht so richtig. Aber hier war ja sonst nichts, wenn man uns alles anguckt, oder? Ja. Die sich keinen Siedlungen nähern dürfen. Mhm. So. Okay. Glaube ich. Gut, ich meine, wenn wir hier noch nicht waren, dann. Oh, was? Von Taurus haben wir schon gehört. Der Typ hat gesagt, geht in Osten nach Taurus, dann erfahrt ihr mehr. War das der Typ beim Fleischkraken? Nee, wer hat das gesagt? Ja. Ah, guck mal, von hier kann man auch nicht überall hin. Ah, es gibt so Subregions quasi. Klopfen wir mal? Oh, wir erschießen dich nicht gleich, du redest, haben wir gesagt. Warte mal, ne? Ja. Ich habe immer Angst, dass ich X nehme. Ich kann mich nicht erinnern, ob es hier je geregnet hat. Ah, hallo, ich habe noch gar nichts gesagt, Kollege. Traue den Maschinen nicht. Okay, dann räume ich jetzt deine Hütte leer. Ich traue ihm nicht, hier ist überall Blut. Na, er macht. Ich dachte, ich hatte kurz Panik, schließ uns hier ein. Die Steampage sagt dir extra übrigens, du kannst in dem Spiel alle töten. Und du kannst aber auch niemanden töten. Weil ich glaube, ne, du kannst dich ja. Ne, warte mal. Du kannst sagen, ich kann dich hier durchschleichen. Ich hab's ja gar nicht mehr aktiv. Ich verstehe trotzdem nicht, wie die Aufladung wieder geht. Vielleicht ist es ein extra. Also nicht wie hier. Warte, stopp noch nicht. So, du Leben. Komm her, süßer Gott. Oh, jetzt habe ich ihn mitgenommen? Ja, da ist er. Und was macht er? Partner gehen fallen lassen. Ich glaube, das lernen wir noch. Ja, aber es ist wahrscheinlich praktisch, dass man das kann. Ich versuch mal. Erfolg. Ich steck mal meine Waffe. Ah ja. Ich kann mich nicht erinnern, ob es hier geregnet hat. Das hat der andere auch gesagt. Ich wünschte, ich wäre immer noch in Cyberwomp. Alles so öde hier draußen. Sind das hier, guck mal hier. Boah, sollen wir das machen, wenn die daneben stehen? Das ist bestimmt nicht klug, oder? Das weiß ich nicht. Ich stehe direkt vor seinem. Jetzt schnell rein. Müll abgesetzt. Boah, willst du die Schotze? Ich lasse dir mal die Shotgun, weil ich habe ja die Pistole. Warte mal, dann leg ich das mal an. Boah, wie viel Zeug du hast. Anlegen. Können wir ganz kurz mal vergleichen. Warum sammelst du denn nichts an? Ich sammle die ganze Zeit an, immer nichts anderes. Aber willst du da meine Gewehrpatronen? Kannst du machen, aber da war eine kaum Shotgun-Muni, oder? Oder sind die 22 der Shotgun? Nee. Was ist das 22? Gold. Hm, Gold? Ich hab zwei von diesen Tieren. Nee, aber dann behalt mal, du hast ja dann mal einen Schuss sonst. So, und wie tausche ich die Waffen? Einfach ausrüsten. Ah, jetzt, ich habe die Shotgun ausgerüstet. Boah, ich glaube, Shotgun ist natürlich auch ganz geil. Also tendenziell kommen die Gegner ja auch immer relativ nah an uns ran, ne? Mein Kumpel da drüben, ist er nicht süß?
Ja, wenn du das sagst. Immer ein bisschen unsicher. Okay, dann reden wir mit seinem Kumpel. Ich? Wir bringen die zusammen. Sag mal, denkst du, ich kann gewinnen? Wobei? Den Wettkampf. Ich muss gewinnen. Ich weiß nur nicht, ob ich es schaffe. Kannst du mir dabei helfen? Hey, du versuchst jetzt nicht gerade zu mogeln, oder? Als ob. Was macht denn diese Person sonst hier? Spirituellen Ratschlag erteilen? Wenn du meinst. Nimm dir jeden Ratschlag, den du kannst. Du wirst trotzdem verlieren. Okay. Also, ich muss da auf jeden Fall gewinnen. Bist du dabei? Ja, erstmal was, oder? Ja. Was ist denn das für ein Wettkampf? Es geht darum, wer am meisten kotzen kann. Ich habe gehört, dass sie nachts trainiert. Ich will dieses Mal nicht verlieren. Also, bist du dabei? Ja, kotzen können wir, ne? Ja, klingt spaßig. Was brauchst du denn dafür? Im Roten Wald südlich von hier, da hat's sehr viel von diesem pinken Glibberzeugs. Es ist echt eklig. Ich kann es nicht mal anschauen, ohne dass mir schlecht davon wird. Das muss doch was mit meinem Innereien anrichten, oder? Okay, ich organisiere es für dich. Gelbes Glibberzeug im Süden. Okay. Okay. Hier sind wieder Androiden. Bleiben Sie friedlich. Gehen ich hasse die Androiden. Weiter. Eden. Ey, die ballern wir die alle weg. Ja, Eden. Der Nackte. Oh, schön, ein anderer Reisender. Oh, das ist noch ein Nackter. Manche Leute hier sind aber schon komisch. Hab nach was zu essen gesucht. Die haben aber nur rohes Fleisch. Bleh. Dann muss ich mich halt wieder von Pflanzen und Dreck ernähren. Na dann, man sieht sich. Was hast du hier gehabt gerade? Nichts. Und diese Maschine dann? Ist ja richtig viel los hier. Sollen wir mal... Ah! Jetzt sind wir Center. Wir wollen in den Süden. Ja, genau. Hier, wir können das mal testen. Klicken wir auf South. Ach so. Weil, hat er nicht gesagt, ja. Wald? Jetzt sind wir in South. Du wolltest doch noch South. Oh, der ist böse, oder? Hallo? Ja. Was kann ich dir anbieten? Was ist denn das für eine Maschine da drüben? Es ist ein Maschinenhändler. Nettes Ding, nicht? Die Collectors haben es dahingestellt. Die Collectors? Eine Händlertruppe. Sucht nach wertvollen Schrott, aber interessieren sich eigentlich für allerlei Kram. Nie von ihnen gehört? Wo kommst du denn her? Nach Westen zeigen. Wow, geil. Ist schon eine Weile her, dass jemand von da gekommen ist. Wir kommen aber von... Warte mal, nee, wir kommen wirklich aus dem Westen. Okay. Verkaufst du irgendwas Spezielles? Ein paar Implantate und Kleinkram. Kannst du dir gerne meinen Shop anschauen. Sonst auch was? Was bietest du sonst so an, ha? Ich kann dir ein neues Gesicht geben. Oder dein Gehirn. Umstrukturieren. Aussehen zurücksetzen. Das ist... Ah, Attribute zurücksetzen. Ah, falls ja. Man sich verskillt. So, ich guck mal. Wer verkaufen? Ich habe nämlich zwei alte Gewehre. Da brauchen wir ja nur eins von. Fleisch. Was kriegen wir für den? 14. Ja, ich kann mal Attribute... Items? Implantate? Was ist denn die Währung? Ach, Gold. Okay, warum ist der 0 Gold? Und Jenny 42. Was ist denn da schiefgelaufen? Notizen. Oh, hier ist eine Crafting-Ressource. Die kostet auch nur 2. Richtig? Weiß ich ja. Ah, nee, ich bin bei Verkaufen. Nicht bei Kaufen. Sorry, aber nochmal, warum hast du 42 und ich 0? Weiß ich doch auch nicht. 0! Was ist das? Verwendbare Teile. Oh, wir könnten, warte mal. Zerlegen. Aber meistens kommen noch Ressourcen dabei raus. Ja, das ist gut. Ressourcen, tada. Notizen. Ah, das, guck mal, das kann ich dir jetzt auch geben. Ja, was ist damit? Weil du das auch erlernen kannst, so. Da, Notizen. Aber es sind Ressourcen. Stimmt, aber warum? Crafting, da steht Crafting. Was Crafting Material ist. Material. So, wir gucken jetzt erstmal nach. Achtung, der sieht böse aus. Nur an sich ihm nähert. Gehen Sie weiter. So, er hat gesagt, Wald im Süden gibt es das Glibberzeug, ne? Müssen wir mal eine Quest wegmachen. Ich
sammle die einfach. Oder, ne? Wald, Wald, Süden und irgendwas Pinkes. Mhm. Geht's dir gut? Aus ein Cyborg. Hat aber keine Energie. Dieser Trichter sieht so aus, als könnte man da organisches Schmiermittel einführen. Aber ich habe keins. Ich habe welches. Organisches Schmiermittel einführen. Das. Ja, mal sehen. Hochfahren. Initialisieren. Was willst du, Mensch? Wer bist du? Ich war einer deiner Meister. Hier, um deinesgleichen vor den Gefahren dieser Welt zu schützen. Aber das war in einem meinem vorherigen Leben. Ich verließ die Meister, um einer deiner Art zu werden. Wurdest du deshalb zerstört? Ich weiß nicht. Ich habe keine Erinnerung an meine Zerstörung. Bist du der, der mich aktiviert hat? Ja. Du hast mein Leben gerettet. Danke. Was nun? Ich würde gerne meine Reise fortsetzen, Leute kennenlernen. Deine Beine sind zerquetscht. Ja. Vielleicht kannst du meinen Kopf abreißen und mich herumtragen. Ich bin komplett selbsterhalten, auch in dem Zustand. Könnte dir ein Freund vom Kraken werden? Ja. Ich werde dir nicht zur Last fallen. Ich möchte nur das Leben erleben, Freunde machen, neue Orte sehen. Kopf abnehmen. So, los geht's hier. Fleischgesicht. Schön. Guck mal das im Inventar dir an. Da unten der. Da. Ah. Untersuchen. Was ist mit Mensch? Wer genau bist du? Ich bin ein Multifunktions... Kannst du nicht weiterlaufen, Edu? Ich kann nicht Multi- nee, okay. Kann ich nicht. Multifunktions-Cyborg wurde erschaffen als Arbeiter und B-Schützer für die Maschinenmeister und dadurch natürlich auch für die Menschen. Um zu sein wie die Menschen, gab ich mir selbst ein Gesicht aus Fleisch. Daher bin ich Fleischgesicht. Sonst noch was? Okay, das wir unterhalten später. Ja. Lass uns über unsere Pläne reden. Machen wir noch kurz. Okay. Ich wollte das Haus plündern. Also er will neue Leute treffen. Okay. Zufälligerweise kenne ich gerade jemand Großes, Fleischiges, der Freunde sucht. Klingt interessant. Vielleicht sollten wir diesen jemanden treffen. Und das machen wir mal. Siehste? Fortschritt. Ja. Das haben wir jetzt aber wahrscheinlich noch nicht abgeschlossen. Aber Quest Fortschritt hat er vermerkt. Siehst du bei dir. Quest. Da siehst du. Ja. Okay, das heißt, wir müssen jetzt einfach nur noch... Da können wir gleich mal zurück. Aber ich muss noch versuchen, hier offensichtlich diese... Offensichtlich wurde das Bett schon lange Zeit immer das Gleiche. Ja. Ah, guck mal, hier können wir in den Keller. Jetzt wird hier mal wieder geballert, Leute, oder? Kommst du mit mir? Jenny will nicht in diesen Nebenraum? Doch. Jenny will eh alles sehen. Ja, du hast sogar einen Dietrich. Ja, weil er nicht kaputt geht, glaube ich, sofort. Das ist aber krass. Gefahren, Metall, Müll, verwirrt. Alles. Jetzt gucken, was sind denn Gefahren? Geht mal. Marla. Seltsam, als ich die Titanen erwähnte. Sehnsucht in ihren Augen. Flüchtling aus einem Habitat wahrscheinlich. Schwer zu beweisen. Mag übernommen sein. Muss vorsichtig sein. Puppenmeister fähig. Wer hat's ihm beigebracht? Warum wird er nicht von den Collectors rekrutiert? Schmierig. Zeichnet Agira. Spröde Motivation? Nein. Ich brauch mal neue Kotze. Ich verstehe noch nicht, wie das mit dem Schocker. Keine Fokusenergie. Jetzt muss ich mal zwischen den Folgen rausfinden. Hast du das hier schon? Der ist böse. Achtung. Das ist sowas von böse, oder? Mhm. Warte. Ich gebe ihm eine Chance, nicht böse zu sein. Oh, er ist nicht böse. Achso, du meinst den, ich dachte, das Vieh. Ein Besucher. Was machst du hier unten? Ich untersuche das Fleisch und die Maschinen, versuche unseren eigenen Platz bei ihnen zu finden. Zurzeit konzentriere ich mich auf das Fleisch. Was ist denn deine Meinung nach über all das Fleisch? Deine Meinung über das Fleisch? Also, Jenny, was denken wir über es Fleisch? Es ist gratis Essen, come on. Wir spielen zwei Vegetarier, das Fleischgame. Ja, los. Es ist sehr viel. Nein. Korrekt. Aber grundsätzlich würde ich sagen, es ist sehr seltsam. Ich kann es nicht einmal beurteilen, woher es kommt. Mich interessiert zurzeit größtenteils die Herkunft und wie es mit den Infektionen und Mutationen zusammenhängt. Ich wurde aus einem der Habitate rausgeschmissen, weil ich kontaminiert bin. Kann
das etwas damit zu tun haben? Interessant. Ich kann keine äußerlichen Anzeichen einer Krankheit erkennen. Wie geht's dir? Ganz okay, meistens. Manchmal wird mir schlecht und ich muss kotzen. Das könnten die ersten Anzeichen eines sich verändernden Metabolismus sein. Sonst noch was? Aber wir suchen ja Hilfe eigentlich. Ja. Vielleicht kann... Also kannst du mich untersuchen? Hast du eine Ahnung, wo ich Freunde... Freunde habe ich schon gefunden. Okay, kannst du mich untersuchen? Gerne. Diese ganze Sache ist für mich auch faszinierend. Du könntest mein erstes Untersuchungsobjekt sein, das sich noch im Anfangsstadium befindet. Mhm, das ist ein bisschen crazy. Wie aufregend. Anfangsstadium? Was kommt denn noch? Ja, das kann ich noch nicht sicher sagen. Vielleicht ein paar Mutationen. Ist das heilbar? Ich glaube nicht. Oh, EP. Ich bin aber zurzeit nicht dazu ausgerüstet, an menschlichen Zellen zu arbeiten. Ich brauche wohl einen Medizinscanner und etwas Oktagonfluid. Den Scanner kriegst du wahrscheinlich beim Arzt hier in Taurus. Sag ihm, es ist für mich Mortus. Aber Oktagonfluid wirst du hier nicht finden. Eine der alten Anlagen im Norden könnte noch etwas übrig haben, okay? Oh, und es wäre noch sehr praktisch, wenn du mir noch ein wenig Gehirngewebe von einem Mutanten mitbringen könntest. Okay. Ich glaube, Gehirngewebe könnten wir ganz sogar kurz, schon haben. Ganz kurz, ich speichere mal eben. Sehen wir... Nee, sorry, falsche Taste. Das ist dann alles in der Quest... Ich bin schon wieder auf dem falschen Reiter, das gibt's doch nicht. Ist es die... Hier. Kotzwettbewerb. Hier. Wir haben zwei Gehirne, das haben wir schon. Jetzt brauchen wir noch den Scanner und das Octafluid. Mhm, okay, zum Arzt und Octafluid im Norden. Ach, guck mal, sind die Hauptquests jetzt aus Versehen weitergetrieben. Einfach, weil wir die... Oh Gott. Fleischnexus ruft nach dir. Ich sag mal Hallo, ne? Du reichst hinein, doch nichts reagiert. Okay. Vielleicht auch. Sind wir ehrlich, vielleicht ist das besser so. Ich mag solche Welten, die sind so richtig schön. Ah! Richtig schön kryptisch. Habe ich schon aufgedeckt. Ah, okay. Aber haben wir hier noch was? Das ja. Ich will noch was platt machen. Ich habe meine Pistole noch gar nicht ausprobieren können. Nämlich meine Shotgun auch nicht. Du hast nur one shot, ne? Make ich will vor allen Dingen mal meine Falle ausprobieren oder meinen den Blip. Ablenker. Ich meine, wir sind ja quasi in so einer Art Labor hier gelandet, ne? Ja. Das kann man noch. So, was hatten wir? Wir brauchen Gehirne, ne? Haben wir schon. Okay. Nee, aber weil wir. Man könnte die ja, glaube ich, auch zum Essen heilen. Das heißt, das Gehirne nicht essen. Ah, das. Warte mal, der ist bestimmt böse. Ich glaube, der ist nett. Die sind alle zu nett hier. Ja. Ah, ich habe ihn aber geworfen, scheinbar. Hey. Du bist der Sarah. Gehört jemanden. Bitte tu mir nicht weh. Lebst du hier? Ja, es ist gemütlich. Und ich störe niemanden hier. Nicht, dass es eine Rolle spielen würde. Manchmal denke ich, dass niemand sich um irgendetwas kümmert. Egal, ob gut oder schlecht. Mann, ich will Leute nicht... Kopf schießen. Oh, bitte nicht aus dem Zusammenhang reißen, dieses Zitat. Mich kümmert's. Das ist nett. Alle anderen sind so gleichgültig geworden, sogar die Maschinen. Das ist so geil, oder? Ja, genau. Das ist genau er sagt so andersrum. Für sich. Ich habe gehört, die waren früher viel freundlicher. Wir dürfen hier nicht ran, weil es jemandem gehört. Oh. Aber du kannst... Warte, ich lenk sie ab. Du, Sarah, sag mal, hier drüben, da sind kaputte Wasser da. Ah, du bist ein Dieb! Oh, sehr gut. Naja, kann man so und so sehen. Du wolltest kämpfen. Und ich wollte den Schmuck. Ja, ich hab ja kann beim Händler verkauft werden. Und was haben wir noch mitgenommen? Quarze kann beim Händler verkauft werden. Kunststücke kann beim Händler verkauft werden. Wir haben halt erst so getan, also ich bin sonst immer echt nett in Spielen, aber ich habe ja, ihr merkt es ja daran, wie ich auch meinen Charakter vorlese. Ich bin schon ein bisschen keck und voll. Hier geht's weiter, keck und vorlaut. Also ich traue in dieser Welt nicht jedem. Ich wurde ausgesetzt, also ich bin voll im Charakter. Joscha ist der Empathische. Ich bin hier eher so, wenn mir jemand so ein bisschen auf den Senkel geht. Aber hier ging es so. Ne?
Dann. Und die dieses, gehen die auf dem Senkel? Ja, oder? So Maschinen waren halt früher netter. Ich kann ich glaub, die Maschinen noch nie leiden. Ging eher die Tatsache auf den Senkel, dass dir der Schmuck nicht gehörte. Ich bin halt ein Dieb. Also, oh, das sind Spinnenweben. Siehst du das? Aha. Ich esse kurz was. Oh Gott! Ah! Mal hier oben durch die. Boah, die halten ganz schön viel aus, oder? Ja, ja, warte. Boah, halten sie. Aber ich hab's ganz gut unter Kontrolle. Erst auch kurz mal was. Ah, nicht im Kampf! Okay. Boah, das Ding ist, wir sind hier zu eng in diesen. Oh, jetzt hab ich. Oh, jetzt hab ich dich leider erwischt. Ich hab keine. Okay, wir ziehen uns taktisch zurück. Und dann? Heilen wir uns. Oh, das war der falsche Knopf. Irgendwann werden wir aus Versehen mal im. Boah, die. Ich kann mir vorstellen, dass das Spiel auch so ein bisschen dadurch die Progression beeinflusst, ne? Also, weil ne, harte Gegner blocken dann quasi gewisse Abschnitte, weil die sind ja richtig haarig. Aber mal sehen, ob die wieder voll sind? Nee. Oh, ich hab keine Money mehr. Den haben wir. Medizinisches irgendwas haben wir gekriegt. Okay, los, ich stock sie an. Hä, ich bin noch rechtzeitig ausgewichen. Ich hab keine Money mehr. Okay. Komm, wollt mal beide Seiten einfach rauf dreschen. Oh Gott! Yes. Puh, jetzt darfst du. Ein bisschen mächtig, ey. Ich glaube, hier sollten wir nicht weitergehen gerade. Nee, wir können ja nur mal ums Eck gucken. Ich kann die Dinger, die ich eingesammelt habe, nämlich immer noch für Fleisch zerlegen. Genau, aber Gehirne sind wirklich woanders, ne? Gehirne sind Quest-Items, dann jetzt. Nee. Doch. Ressourcen sind Gehirne. Ah ja, okay, alles klar. Also man kann sie nicht aus Versehen essen. Nein. Das war meine. Ich habe jetzt auch keine Muni mehr. Ach, hier ist auch nichts weiter, ne? Nichts mehr. Oh, na okay, dann ist ja. Naja, wir haben medizinische Bestandteile gefunden, die waren wichtig. Das sollten wir mal lernen, diese Nano-Dinger herzustellen dann irgendwann. Wie auch immer die hießen. So, hier haben wir aber alles, ne? Können wir. Genau, aber ich kann nicht mehr. Ich kann zerlegen. Ich könnte ein altes Gewehr mal zerlegen. Ich habe ja zwei. Ja, bringt ja jetzt. Das ist ja erstmal egal. Noch craften wir eh kaum. Ich will wissen, was passiert, wenn ich das Fleischwurm zerlege. Mhm. Fleisch, okay. Surprise. Munition, Lebensmittel, Zeugs. Dann lass uns mal hier rausgehen erst. Ja. Dann können wir da die Folge beenden. Dann suchen wir. Nächste Folge hätte ich dann vorgestellt. Gut, wir müssen in den Norden, ne? Für dieses Oktagon. Hm. Ne, hier war nicht der Ausgang. Für dieses Fluidzeug. Dann müssen wir. Ah. Die Freundesquest könnten wir abgeben. Was ist das? Ach, das ist die Treppe, ne? Ja. Die Freundesquest, ne? Und ja. Hier. Aber jetzt sind wir gerade im Süden. Das heißt, ich würde vorstellen, dass wir hier jetzt im Wald noch. Wollen wir noch dieses Mini-Stück kurz zulaufen, bitte? Okay. Danke. Dass wir das Glibberzeug für den Kotzwettbewerb noch finden. Ah, hier ist dann. Hier ist nämlich auch der. Übergang. So. Hier könnten wir. Haben wir den schon? Ja, das war der Anfang. Ach, hier kommen wir her, ne? Ja. Aber er meinte, im Süden in diesem Wald muss irgendwo das Glibberzeug sein. Und im Norden, dann in dem Bunker, ist das Fluidzeug, was wir für unsere Heilung vielleicht brauchen. Oder unser Super. Na gut, Leute. Dann sehen wir uns zur nächsten Folge. Mach's gut, ihr Lieben.